Egal, hier ist wieder ein Bereich, das ist nicht schön. Ja, ich gehe diesmal unten lang. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Was schießt hier? Warum bist du noch hinter mir? Rücke weiter vor! Munitionskiste. Magazin überprüfen. Nimm dir mehr. Sieht mich nicht. Du hast dich ja gut getan, ich denke. Was noch, ne? Nee, danke. Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Ja, Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Na los, heck dich rein. Geh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Passt perfekt, oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Ich hab jetzt nicht wirklich verkackt, oder? Hey. Da seid ihr, ja. So habe ich hinter mir. Oh, ich fürchte, ich habe dieses Generators an deine Drohne gekillt. Tja, das kann passieren. Los! Ja komm, Dias, dann zeigen wir es mal. Zeig mir mal, wo es jetzt hingeht. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Das ist richtig.
Es sei denn natürlich, man kämpft kugellos. Ziele! Erste Etage! Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme bei diesen Geschützen ein. Schützen werden sie sicher. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hand im Auge. Komm ich wieder zurück? Die Maustaste ist so. F ist Ende. Du bist ein Kumpel von mir und du bist. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Okay. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Ja, Flashbacks. Geh tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Okay. Connecting. Sie haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Ja. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Spoiler. Die reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mist, Karl. Wohnhaus, 11. Dezember. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall?
Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Ja. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Das ist wahr. Tschüss. Hi. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Okay. Sei einfach kreativ. Schön übrigens, dass er immer noch in der Luft ist. Checke die Position an dein HUD. Er macht das. Na los, der fährt dir nach. Du hast Potenzial. Du bist dran, wenn wir ihn verlieren. Ich sehe ihn noch. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Haltet durch! Er kann sie nur kontrollieren, wenn er auch erfährt. Ich glaube an dich. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Okay. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Die Werbetafel. Er will ins alte Zürich. Los. Ja. Okay, aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlähmung. Nicht schlecht. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hart im Auge. Ja, wo ist er hin? Da bist du hin. Das ist schon mal was. Ja, ich weiß. Land. Wand. Schneller! Er darf nicht entkommen! Ja, sag mir, wo er ist, dann. Da ist er. Schalte sie aus! Verlier ihn nicht, Neuling! Gespeichert und so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Okay. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Okay. Ich muss jetzt aber nichts tun, ja?
Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Was macht hier Wir sollten Wisch? Fortfahren. Zug explodiert, wir sollten fortfahren. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt. Wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Okay. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Mhm. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Okay, ja. Richten wir Schaden an. Okay. Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal über diesen Feind da vorne. Kinder? Dein Kernfeuer hat ihnen die Hölle heiß gemacht. Okay. Ich glaube jetzt dahin, ja, ist klar. So macht man das. Wie gefällt euch das? Und los geht's. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich jetzt Kernfeuer und so ein Zeugs habe, was irgendwie anders ist als... Willst du deine Ausrüstung? Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Okay, ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Glühwürmchen, ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Okay. Nicht so etwas gesehen. Mach so weiter! Und ich bin down. Okay. Ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern. Glühwürmchen. Ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Du packst das! Die Würmchen haben einen kurzen Prozess gemacht. Meinetwegen, brennt der noch? Ja. Feind nähert sich! So macht man das. Okay. Ich kann jetzt also mit den Glühwürmchen. Spaß haben. Wir erleiden Verluste! Je mehr Fähigkeiten du hast, desto spaßiger wird es. Wechsel sie auch mal durch. Ja, muss ich voll sein und los.
Mach so weiter! Das war knapp! Okay, dann muss ich die Kraft halt gerade nicht. Ja, egal.